Noblestedt, die Stadt, in der jeden Tag gestern ist. Manche sagen, die Gemeinde sei in der Vergangenheit gefangen. Doch das Mittelalter des einen ist die Tradition des anderen. Und sind Traditionen nicht einfach nur Dinge, die wir auch heute noch tun? Tja, das gibt einem wirklich zu denken. Studierenden. Manche von euch sind besser als andere. Durchsage: gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Die Einschreibung ist jetzt offen für Rittersportwissenschaften. Der Campus wird erweitert. Sogar noch mehr als gewöhnlich. Plan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird trotzdem nicht geändert. Würden die Eindringlinge bitte das Eindringen unterlassen? Wohnheime dienen der Charakterbildung. Sie müssen nicht schön sein. Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Ein Finger ist keine Zahnbürste.
Na, das geht doch gut ins Ohr. Das ist der Sound von Two Point County hier bei Two Point Radio. Sie hören Radio Two Point über den Äther mit Ricky Hawthorne, dem musikalischen Serientäter. Genießen Sie den nächsten Track, während ich mir diesen Kieselstein aus dem Schuh pole. Durchsage: gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Die Vorlesung beginnt. Nehmt bitte Platz. Radio Two Point mit der Eilmeldung des Tages. Ein Mitarbeiter des Zoos von Grockle Bay ist in das Gibbon-Gehege gestürzt. Berichten zufolge verhandelt die Führung des Zoos mit den Gibbons über die Freigabe des Mitarbeiters, der sich nicht in unmittelbarer Gefahr zu befinden scheint. Zur Erinnerung, man isst, was man isst. Wer also Müll in sich reinschaufelt, die Campusgebüsche bitte nicht für Kampfübungen nutzen. Illusion.
ohne Duschen ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Hinweis: Bücher sind zum Lesen da, nicht nur als modisches Accessoire. Ich werde manchmal gefragt, was ich gemacht hätte, wenn ich nicht DJ geworden wäre. Nun, als Kind war es mein Traum, einmal Spion zu werden. Ja, ich dürstete nach internationalen Intrigen und Dinnerpartys auf Kosten des Countys. Leider muss man als Spion flüstern können und mit meiner durchgängigen Lautstärke und kristallklaren Intonation wäre ich an einem der grundlegendsten Einstellungskriterien gescheitert. Der Körper ist ein Tempel, also stopft ihn nicht mit Chips voll. Ihr hättet bessere Noten, wenn ihr nicht so dumm schauliert. Hinweis: Eindringlinge auf dem Campus. Herrje. Bericht. Es sieht nach Gewitterstürmen aus. Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. In der Klinik werden verschiedenste Verletzungen und peinliche Problemchen behandelt. Ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Die Vorlesung beginnt bald. Noch seid ihr nicht zu spät. Die Cheesy Gubbins sind zurück. Wo waren sie? Nirgendwo. Cheesy Gubbins. Nur auf sie ist Verlass. Ja, der Campus wackelt gerade. Ihr bildet euch das nicht ein. Es passiert wirklich. Gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist.
Gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Studierende im Sportzentrum werden gebeten, die Schmerzen zu genießen. Auch sein mag. Das Urinieren auf Campuseigentum ist verboten. Achtung! Im Badezimmer bitte nichts anfassen. Absolut gar nichts. Wir haben ein Update zur Meldung über den in das Gibbon-Gehege gestürzten Zoo-Mitarbeiter. Wie wir hören, steigt der Mitarbeiter rasant in der Hierarchie der Gibbons auf. Faszinierend! Was genau Gibbons sind, wurde uns noch nicht mitgeteilt. Aber ich glaube, es sind amphibische Katzen mit Schnurrhaaren, weichem Fell und großen, buschigen Schwänzen. Fantastisch! Das Forschungslabor ist eine Campus-Einrichtung. Keine privaten Forschungen erlaubt. Durchsage: gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur falls ihr es nicht bemerkt habt. Die Vorlesung beginnt bald. Noch seid ihr nicht zu spät. Die Jahresendwertung steht fest. Ergebnis? Akzeptabel. Glückwunsch! Ein Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Genießt den Sommer. Das habe ich jedenfalls vor. Bitte nicht für Kampfübungen nutzen.
Bitte seid beim Stillsein so leise wie möglich. Heute ist Professor Hamish Curlybacks vom Pebbly Frog Sanctuary bei uns zu Gast, der mich darüber aufklären möchte, dass Gibbons keine amphibischen Katzen sind. Hamish? Das stimmt, Ricky. Gibbons sind Landsäugetiere und Affen, also in gewisser Weise wie wir, nur mit längeren Armen. Affen? Wer hätte das gedacht? Danke, dass Sie bei uns waren und mich öffentlich auf Sendung korrigiert haben. Ach, war das schön! Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Ein neues Jahr beginnt. Ich bin euer Moderator und sage Hallo. Eindringlinge gesichtet, ihr wisst, was zu tun ist. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Wohnheime dienen der Charakterbildung. Sie müssen nicht schön sein. Verschiedenste Verletzungen und peinliche Problemchen behandelt. Gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Hinweis: Flüssiges Gestein ist heiß. Wer es trotzdem anfasst, tut das auf eigene Gefahr. Die Vorlesung beginnt. Nehmt bitte Platz. Fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Zeit für Chefkoch Rickys Häppchen des Tages. Brotkrümel gibt es heute in jedem Supermarkt, der etwas auf sich hält. Aber warum machen Sie sie nicht einfach selbst? Ich kenne da eine altbewährte Methode. Man donnert den Brotleib einfach so lange gegen die Wand, bis er sich in ein frisches, flockiges Nichts auflöst. Ja, das dauert schon ein paar Stunden, aber das Ergebnis ist die Mühe allemal wert. Würden die Eindringlinge bitte das Eindringen unterlassen? Studierende werden gebeten, sich selbst schlau zu machen.
sage, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Die nächste Eilmeldung zur Gebon-Affäre mit einem überraschenden Twist. Der Zoo-Mitarbeiter, der an die Affen verloren geglaubt schien, ist mittlerweile ihr Anführer. Er behauptet, die Affen ihre Lebensweise und ihre überlangen Arme lieben gelernt zu haben. Anstatt morgens zur Arbeit zu fahren, wird der Mann nun vermutlich dort leben. Tja, so kann man dem Berufsverkehr auch entgehen. Und damit sagt Ricky Hawthorne für heute gute Nacht. Auf dem Campus wird es demnächst stürmisch. Bitte jetzt alle in Panik ausbrechen. Hinweis: Ein Finger ist keine Zahnbürste. Studierende werden daran erinnert, dass der Aufenthaltsraum schon mal besser aussah. Ob ihr auf die Toilette dürft. Studierende werden gebeten, in der Bibliothek nicht zu atmen.
duschen, ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Wohnheime dienen der Charakterbildung. Sie müssen nicht schön sein. Eindringlinge gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Sage, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Häufige Fragen. Wenn es brennt, sollte es in der Klinik behandelt werden? Ja, der Campus wackelt gerade. Ihr bildet euch das nicht ein. Es passiert wirklich. Das Jahresende naht. Wir können immer noch durchstarten. Studierendenbitten werden oft gehört, aber nur selten erhört. Auf dem Campus beginnt eine Vorlesung. Irgendwie witzig.